Ja, herzlich willkommen. Ein neues Webinar bei Kyocera und Imerco. Diesmal zum Thema Frässtrategien. Optimieren Sie Ihre Frässtrategien und minimieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck. Mein Name ist Eva Oellers und zusammen mit Joachim Neumann halte ich dieses Webinar heute. Und ja, auch schon mal für die Zukunft. Wir werden sehr viele Webinare in der Zukunft und Trainings halten. Dementsprechend, wenn Sie Interesse an weiteren Webinaren haben, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei. Da erhalten Sie alle aktuellen Informationen. Ja, aber zu unserem heutigen Webinar. Ich werde Ihnen erstmal eine kleine Einleitung geben, über alles Aktuelle. Dann wird Joachim übernehmen und Ihnen zu der CO2-Neutralität in Bearbeitungsprozessen etwas erzählen. Dann wird er auf die Auswahl der Maschinen und des Werkzeugs eingehen und die Auswahl der Werkzeuge zur Reduzierung der Zykluszeiten und zum Schluss noch die Visualisierung von Reduzierungseffekten. Ja, direkt auch dazu, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne jederzeit im Chat. Am Ende unserer Präsentation werden wir eine kleine Frage-Antwort-Runde machen. Dort werden Sie dann live von uns die Fragen beantwortet bekommen. Sollten Sie trotzdem nach unserem Webinar noch Fragen haben, können Sie uns natürlich jederzeit kontaktieren. Dann ein kleiner Hinweis, der mir recht wichtig ist. Wir haben unsere Kyocera-App. Wenn Sie immer auf den neuesten Stand bleiben wollen oder Interesse haben, per Handy immer neuesten Informationen zu erhalten oder Broschüren nachschauen wollen von uns oder auch Werkzeuge kontrollieren wollen, ob sie zu Ihnen passt. Sie können in dieser Kyocera-App alles immer neu nachschauen, ist alles auf dem neuesten Stand. Genau, also laden Sie gerne die Kyocera-App runter. Gerade das Easy Tool Guide ist sehr zu empfehlen. Dort können Sie nachschauen, welche Werkzeuge würden zu Ihren Projekten denn jetzt am besten passen. Und ja, dann wollen wir auch schon weitergehen zu unserem heutigen Thema, die Frässtrategien. Und dann gebe ich jetzt an Joachim ab und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich schalte dann jetzt hier einfach einmal auf meine Präsentation um und starte. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Joachim Neumann, wie von Eva vorgestellt. Ich bin bei Kyocera und Imerco verantwortlich für das Training und Education für Europa. Und möchte in diesem Zusammenhang heute natürlich Ihnen ein wenig mit für Ihre Fertigung geben. Und das Thema heute in dem Webinar ist speziell der Einsatz von kleineren Maschinen und der hocheffizienten Bearbeitung im Hinblick auf die CO2-Neutralität. Jetzt muss ich gerade nur schauen. Ich glaube, ich habe hier schon einen kleinen Fehler gemacht beim Teilen. Ich muss ja noch einmal rausgehen. Da ist. Es passt. Okay, ja, also wie angesprochen, ist das Thema heute der Einsatz kleinerer Maschinen, speziell hier die hocheffiziente Bearbeitung und das Thema, wie angesprochen, ist die CO2-Neutralität. Hier wollen wir mal schauen, was wir da optimieren können. Zum Thema CO2-Neutralität und dem Bearbeitungsprozess gehe ich gleich im Einzelnen. Im zweiten Teil des Webinars sprechen wir dann über die Auswahl der Maschine und des Werkzeugs. In Teil 3, da sprechen wir über die Werkzeugwege, speziell hier, um nochmal die Zykluszeit zu reduzieren, speziell bei Werkzeugen mit großem Überhang. Und zum Abschluss gehen wir nochmal eben in die Visualisierung von Reduzierungseffekten, wo ich dann nochmal einen Link auf unsere Webseite geben werde. Schauen wir uns einfach mal die Umgebung des Arbeitsprozesses an. Hier haben wir speziell bei den Fräsanwendungen den Vorschlag, kleine Maschinen einzusetzen, um hier das Erreichen der CO2-Neutralität
zu erreichen. Die Umgebungen in den Bearbeitungsprozessen sind halt, dass man energiesparend arbeiten möchte, trotzdem hohe Produktivitäten einhalten möchte. Und wir wollen natürlich hier versuchen, die Bemühungen hier speziell für Sie, um die CO2-Neutralität zu erreichen, zu erweitern. Ja, da schauen wir uns einfach mal an. Wenn wir uns die Maschinen anschauen, sehen wir in der Regel große Maschinen mit BT50 oder SK50. Hier ist in der Regel der Stromverbrauch hoch oder groß, sodass wir hier eben auch höhere CO2-Emissionen haben. Hingegen bei kleineren Maschinen, hier als Beispiel BT30-Maschinen, haben wir einen geringen Stromverbrauch, einen kleinen Stromverbrauch und dementsprechend sind die CO2-Emissionen dementsprechend geringer im Vergleich dazu. Das heißt, zum Thema heute werden wir uns speziell nochmal die Werkzeugstrategien anschauen. Das heißt, die Werkzeugstrategien beim kleinen Maschinen, einem 90-Grad-Fräser, beziehungsweise Fräser mit hohen Vorschüben, die wir uns hier anschauen, wobei wir da gucken wollen, wo genau da die Einsparungen liegen können. Noch zu dem Konzept der CO2-Emissionen bei Bearbeitungsprozessen. Natürlich muss man das in irgendeiner Art und Weise natürlich auch irgendwie kalkulieren können, um letztendlich den effektiven Einsatz von kleinen Maschinen zeigen zu können. Und da gibt es eine Berechnungsformel, die sich daraus zusammensetzt, dass man den Stromverbrauch mal im Schnitt der Bearbeitungsleistung, ca. 50%, mal der Zykluszeit, das Ganze nochmal mal den CO2-Emissionskoeffizienten kalkuliert. Hinweis dazu, der CO2-Emissionskoeffizient, den wir hier zugrunde legen, ist auf Basis des Geschäftsjahres 2018 in Japan berechnet von den japanischen Elektrizitätsunternehmen. Und wir nehmen dann heute einfach mal an, dass wir hier bei dem Nennstromverbrauch der Maschinen eine kleine Maschine mit ca. 5 kW, eine mittlere Maschine mit 15 kW oder eine große Maschine mit 22 kW Antriebsleistung. Das heißt, im ersten Teil der Vorlesung hier spreche ich über die Nutzung kleiner Maschinen, wohingegen ich dann nachher nochmal speziell in die hohe Bearbeitungsproduktivität gehe, in der zweiten Teil der Vorlesung schauen werde. Schauen wir uns einfach mal die Auswahl der Maschinen und des Werkzeugs an, welches jetzt das Thema sein wird. Hier werden wir die wichtigsten Punkte der Werkzeug- und Maschinenauswahl für den effektiven Einsatz von kleinen Maschinen herstellen. Das heißt also, wir werden hier speziell eine BT50 und eine BT30-Maschine mal uns anschauen. Und im Kapitel 3 dann nachher schauen wir uns die Bearbeitung aufgrund von Veränderungen der Zykluswege an. Ja, schauen wir uns einfach mal hier die Probleme an, die wir bei der Bearbeitung haben, beim Thema Nutenfräsen, Eckfräsen, beim Flanfräsen gibt es unterschiedliche Probleme. Sehr anspruchsvoll ist am Ende immer das Nutenfräsen, weil wir hier das Werkzeug in voller Umschlingung haben. Da neigt das Werkzeug unter Umständen zum Rattern, zu Vibrationen. Und die Ursache dafür ist unter Umständen eine Maschine mit geringer Stabilität, ein langer Überhang, hohe Schnittkräfte etc. Und da sehen wir eben halt die Möglichkeiten der Auswahl der Maschine im Unterschied eben eine BT50 oder eine BT30 Maschine. Das heißt also eine große Maschine mit hoher Stabilität oder eine kleine Maschine mit geringer Stabilität. Also wichtig ist hier, dass man da die Auswahl der richtigen Maschine auswählt. Und daher werden wir uns in diesem Kapitel in Verbindung mit der CO2-Neutralität für die richtige Werkzeugauswahl anhand der unterschiedlichen Maschinengrößen orientieren. Schauen wir uns auch mal die Maschinenkonzepte ab, speziell die Merkmale von Werkzeughalter und Maschine. Das heißt, also hier habe ich in der Regel die großen Maschinen, die eben groß aufgrund ihrer hohen Steifigkeit hervorragend dafür geeignet sind, unsere Werkzeuge mit den dafür in dem Katalog empfohlenen Schnittdaten einsetzen zu können. Die kleinen Maschinen hingegen eignen sich hier speziell für Bearbeitung mit hohen Drehzahlen, haben aber natürlich aufgrund der geringen Steifigkeit etwas reduziertere Schnittdatenparameter, die ca. 30% der empfohlenen Daten im Katalog sind.
Ja, und dann sehen wir hier nochmal den Unterschied speziell bei den Maschinen, dass wir eben halt bei den großen Maschinen von 22 kW ausgehen können und bei den kleinen Maschinen von circa 5 kW. Kommen wir aber nun zu dem Beispiel, was wir uns für das heutige Webinar ausgesucht haben. Wir möchten hier auf der linken Seite das Bauteil einmal bearbeiten. Das heißt, wir möchten hier einen Nut in einem S50C, also einem Kohlenstoffstahl, einbringen mit einer Tiefe von 40 mm und mit einer Länge von 110 mm und werden dafür natürlich die Nutenfräsen verwenden. Und dazu gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte. Jetzt wählen wir aber erstmal das passende Werkzeug aus. Da haben wir zum einen unseren 90-Grad-Fräser. Hier ist das unser MEW mit Durchmesser 20 und zwei Spannuten, was letztendlich der Nutbreite entspricht. Und das ist ein Werkzeug, was wir einsetzen können mit sehr hohen Schnittwerten, AP in diesem Beispiel 5 mm. Und hingegen für die kleineren Maschinen, da eignen sich letztendlich schwächere Werkzeuge, die nicht so viel Leistung aufnehmen. Da haben wir hier unseren Hochvorschubfräser, den MFA Mini, ausgesucht. Auch in Durchmesser 20, was der Nutbreite entspricht, mit drei Spannuten, also sprich mit drei Schneiden. Und wir wollen natürlich sehen, dass wir bei beiden Werkzeugen möglichst ohne Rattermarken arbeiten. Aber welches Werkzeug sollte man dann für die BT30-Maschine und welches Werkzeug sollte man für die BT50-Maschine auswählen? Das ist jetzt hier die Frage. Also ich habe hier die hohen Zustelltiefen bei dem MEB und die niedrigen Zustelltiefen, jedoch in hoher Vorschubgeschwindigkeit mit dem MFA Mini als Hochvorschubfräser bei den kleinen Maschinen. Schauen wir uns einfach mal das ganze Video unterstützt an. Hier klicke ich gleich das Video an. Den Ton, den wir hören werden, die Audiospur, das ist die des Hochvorschubfräser. Auf der linken Seite sehen wir den MEW, Durchmesser 20 mit zwei Schneiden, mit einem Tischvorschub von etwas mehr als einem Meter, bei einem Vorschub pro Zahn von 0,15 und AP 5 mm, entspricht 8 Durchgängen. Und auf der rechten Seite sehen wir dann den Hochvorschubfräser, den Mini, mit einem Tischvorschub von 7.250 mm, einem Vorschub von 0,7 mm pro Zahn, das Ganze bei 1 mm Schnitttiefe, was letztendlich dann 40 Durchgängen entspricht. Nun genießen wir erstmal das Video. Ja, hier kann man nun sehen, dass man auf einer BT50-Maschine unter Umständen, wie hier in diesem Beispiel gezeigt, mit Hilfe von großer Schnitttiefe und einer sehr steifen Maschine eine deutlich geringere oder eine geringere Bearbeitungszeit erzielen kann, als vielleicht anders gedacht mit dem Hochvorschubfräser, der hier eine Zykluszeit von 66 Sekunden im Vergleich zu 60 Sekunden bei dem 90-Grad-Fräser aufweist. Schauen wir uns das Ganze mal auf der BT30-Maschine an. Also auch hier verwenden wir jetzt die angepassten Parameter auf Basis der Informationen, die wir im Katalog haben. Das heißt also, aufgrund der nicht so steifen Maschine bei der BT30-Maschine werden wir jetzt hier AP 1 mm zustellen bei dem 90-Grad-Werkzeug mit einem Vorschub pro Zahn von 0,25 mm. Und der Hochvorschubfräser läuft mit 1 mm pro Zahn bei einer Zustelltiefe von 0,5 mm. Dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Hier wurden die Videos geschnitten und hier kann man erkennen, dass man auf den BT30-Maschinen deutlich dynamischer fräst und vor allem viel schneller fräst, wenn man einen Hochvorschubfräser einsetzt. Hier haben wir eine Zykluszeit von 71 Sekunden in einem Vergleich zu 181 Sekunden. Da kann man eben erkennen,
dass eben bei BT30-Maschinen aufgrund seiner geringen Steifigkeit eine geringe Schnitttiefe und hoher Vorschub sehr gute Ergebnisse erzielen können. Also hier ein sehr gutes Ergebnis für den Hochvorschubfräser. Warum ist das so? Warum ist der Hochvorschubfräser für die BT30-Maschine oder für eine kleinere Maschine das bessere Werkzeug? Wie man hier erkennen kann, stellt sich heraus, dass bei einem Hochvorschubfräser die Schnittkräfte in die axiale Richtung gelenkt werden, wobei dann die Rattermarken oder Vibrationen deutlich unterdrückt werden können. Und hier in der Abbildung sehen wir mal den Unterschied, der Schnittkraft zwischen einem 90-Grad-Fräser und einem Hochvorschubfräser. Hier mit dem schwarzen Pfeil erkennen wir die Schnittkraftrichtung. Die Kräfte lassen sich natürlich in die Radialkräfte blau dargestellt, als auch in die Axialkräfte rot dargestellt unterteilen. Hier kann man eben ganz klar sehen, dass man bei Fräser mit hohem Vorschub die Hauptvorschub oder die Hauptschnittkraftrichtung in Richtung Spindeln gibt und dass letztendlich hier deutlich weniger Radialkräfte zu erwarten sind. Aufgrund dessen erwarten wir deutlich weniger Vibrationen oder weniger Rattermarken. Schauen wir das nochmal an. Die Zusammenfassung. Hier sehen wir einmal nochmal auf der BT50-Maschine, also auf der BT30-Maschine. Auf der linken Seite sehen Sie die Zykluszeiten, die wir erfahren haben. Auf der rechten Seite werden Sie dann nachher die CO2-Emissionen auf Basis der Formel sehen. Und hier schauen wir nochmal, wie die Ergebnisse dann aussehen. Da kann man sehen, wenn man jetzt das Thema Zykluszeiten betrachtet, dass wir hier mit dem 90-Grad-Fräser, mit dem MEW auf der großen BT50-Maschinen, sprich mit hohen Zustelltiefen, die kürzeste Bearbeitungszeit erzielt haben. So ist also das Thema Bearbeitungszeit hier klar Fokus für die große BT50-Maschine. Schauen wir uns aber mal jetzt die CO2-Emissionen an. Die sind jetzt hier grün dargestellt und da können wir feststellen, dass wir hier eben mit der BT30-Maschine deutlich weniger CO2-Emissionen aufweisen. Das heißt also hier, was die CO2-Emissionen betrifft, da führt die Kombination aus einer kleinen Maschine mit niedrigem Stromverbrauch und einem Hochvorschubfräser eben halt zu den niedrigen CO2-Emissionen im Vergleich zu einer BT50-Maschine, haben wir hier den Ausschuss um fast 70% reduziert. Natürlich, das Thema Bearbeitungszeit, das sieht man hier in der Grafik auch, minimiert natürlich die BT50-Maschine die Bearbeitungszeit, während die kleinere BT30 die CO2-Emissionen reduziert. Und das ist ja heute unser Thema. Entschuldigung, so sehen wir hier letztendlich die 73-prozentigen Ersparnisse, was die CO2-Betrachtung angeht. Ja, fassen wir mal das Kapitel kurz zusammen. Das heißt, also hier können wir um die zusammenfassend sagen, um die CO2-Emissionen bei der Zerspannung zu reduzieren, ist es eben sehr effektiv, mit kleineren Maschinen mit geringer Leistung zu verwenden. Das bringt uns eben halt den Vorteil, dass wir hier im Vergleich zu den BT50-Maschinen deutlich weniger CO2-Emissionen einsparen. Natürlich darf man nicht vergessen, dass sich die Bearbeitungszeit hier erhöht, aber hier der Einsatz eben auf kleinen Maschinen minimiert effektiv die CO2-Emissionen, sodass man sagen kann, dass man, wenn wir große, stabile Maschinen haben, dann sollten wir den 90-Grad-Fräser als optimales Werkzeug nehmen. Auf den kleinen Maschinen ist letztendlich der Fräser mit 71 Sekunden hier im Hochvorschubfräsbereich das optimale Werkzeug auf den BT30-Maschinen. Schauen wir uns jetzt nun mal das Kapitel 3 an. Hier geht es um den Werkzeugweg zur Reduzierung der Zykluszeit. Und hier speziell das Nutenfräsen mit großem Überhang. Entschuldigung. Hier gehen wir auch dann nochmal über die Schnittbedingungen, gehen wir hier einfach dann nochmal gleich in das Thema rein. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal die Formel von vorhin nochmal. Wir hatten ja gerade die Nutzung der kleinen Maschinen in der ersten Hälfte der Vorlesung genutzt, sodass ich jetzt hier den. Jetzt gibt es hier gerade ein Problem mit meiner Präsentation. Die hängt. Ich muss immer eben hier den blauen Kringel da unten.
Abwarten, nicht, dass ich hier irgendwas gleich zerschieße. Ja, die Technik, die spielt dann doch nicht immer so mit, wie man das gerne hätte. Ja, was ich eben zeigen möchte auf dieser Folie ist zum Beispiel, und das ist eben halt, dass wir hier die CO2-Emissionen reduzieren können. Und wir werden jetzt nochmal gucken, wie wir die Bearbeitungszeiten nochmal deutlich reduzieren können, um letztendlich dann hier auch nochmal weitere Möglichkeiten der CO2-Ersparnis zu sehen. Ich komme aber im Moment hier nicht weiter. Wie hat sich das System aufgehängt? Ich würde das jetzt einfach so probieren, da wir das erste Kapitel abgeschlossen haben. Ich gehe einmal kurz aus der Präsentation raus und versuche das Ganze nochmal neu zu starten. Wie gesagt, da scheint das jetzt sich wieder, das scheint wieder zu funktionieren. Also, dass wir jetzt nochmal einen Versuch starten, hier weiterzumachen. Also, Thema in der ersten Hälfte war Nutzung kleiner Maschinen und jetzt schauen wir uns nochmal die Bearbeitungswege an. Das heißt also, hier wollen wir speziell die hohe Bearbeitungsproduktivität als Fokus setzen für den zweiten Teil dieses Webinars. Ja, Nutenfräsen mit großem Überhang ist dann das Thema hier. Warum muss ich unter Umständen mit großen Überhängen arbeiten? Da geht es eben letztendlich schon mal darum, dass wir unter Umständen Kollisionsgefahren haben, wenn wir Schraubklemmen, also Klemmvorrichtungen an dem Bauteil haben, wo ich dann das Werkzeug länger auskragen lassen muss als nötig, sodass ich dann hier gucken muss, dass ich da dementsprechend auch das richtige Werkzeug wähle mit dem großen Überhang, um diese Bearbeitung durchzuführen. Ich möchte natürlich aber auch hier wieder verhindern, dass ich Rattermarken bekomme, denn ich möchte ja auch gucken, dass ich die passenden Parameter einstelle, die ja auf Basis im Katalog, auf Basis von kurz eingespannten Werkzeugen sind. Das heißt, ich muss also hier optimieren. Das heißt, hier in diesem Beispiel auf der linken Seite arbeiten wir jetzt mit einem Überhang von 70 Millimetern, sodass wir hier dann die passenden Werkzeuge auswählen. Das heißt also, wir werden hier diesen Bearbeitungsbereich mit dem Werkzeug Durchmesser 20 beziehungsweise mit einem Eckfräserbereich mit zwei Durchgängen versuchen zu fräsen. Das heißt also, hier werden wir nochmal schauen, wie das am besten sich bewerkstelligen lässt. Auch da schauen wir uns nochmal den Test an, den wir hier durchführen. Wir werden das eben auf einer BT50-Maschine wieder durchführen. Das ist wieder ein Kohlenstoffstahl. Und wir werden jetzt erst im Struppvorgang die Nutbreite, die am Ende durch 24 mm breit sein wird, bei einer Tiefe von 30,5 mm und bei einer Länge von 50 mm werden wir Schruppen unschlichten. Das heißt also, hier ist Schruppen mit einem Wendeplattenwerkzeug, mit einer Vollmetallfräse Durchmesser 16, werden wir nachher dann die Zielgenauigkeit, weil Zielrauigkeit von R 1,6 mm erreichen. Wichtig ist aber eben hier auch, dass wir uns als Ziel gesetzt haben, die Bearbeitungszeit mit maximal 60 Sekunden zu bewerkstelligen. Das heißt also, hier werden wir wieder mit den Werkzeugen, die wir schon bereits kennen, das heißt also wieder mal der MEW mit 90 Grad, diesmal mit drei Sparnuten und den Hochvorschubfräser MFH Mini mit drei Sparnuten, werden wir hier einsetzen. Und natürlich ist hier der Fokus darauf, bei diesen großen Auspacklängen von 70 mm die Vibrationen Rattermarken zu reduzieren. Und natürlich die Bearbeitungszeit auf ein Ziel von 60 Sekunden zu bekommen. Zunächst werden wir jetzt hier erstmal mit dem MEW, mit den drei Schneiden, mit einem Vorschub von 0,15 mm pro Zahn und einer Zustelltiefe von 3 mm, da haben wir 10 Durchgänge in der Bearbeitung. Und da schauen wir uns einfach mal an, bei einem Überhang von 70 mm, wie das ausschaut.
Hier mussten wir aufgrund der Vibrationen die Bearbeitung stoppen, obwohl unsere Einsatzempfehlungen in dem Video in der Mitte unserer Empfehlungen von dem Werkzeug lagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht, wenn wir jetzt unseren Hochvorschubfräser einsetzen mit drei Schneiden. Hier habe ich jetzt nochmal bewusst die Parameter erstmal ausgeblendet. Wir genießen erstmal das Video. Ja, das hörte sich doch erstmal ganz gut an. Wir hatten keine Vibrationen. Das heißt, Rattermarken wurden vermieden. Die Schnitttiefe wurde verringert, sodass wir letztendlich hier eine Bearbeitungszeit von 258 Sekunden haben. Was, obwohl wir die Vorschubgeschwindigkeit erhöht haben, natürlich nicht mit unserer Zielzeit von 60 Sekunden eingetroffen ist, sodass wir hier versuchen müssen, weiter zu optimieren. Also die Tiefe ist 80% geringer. Aufgrund dessen haben wir weniger Vibrationen bei der Ausgreifhänge. Aber wir konnten unsere Ziel 60 Sekunden nicht erreichen. Als nächstes sehen wir eben nochmal ein Video, wie wir Bearbeitung von Nuten und Schultern. Da schauen wir uns mal an, wie das dann hier aussieht. Jetzt nochmal mit dem MFH Mini. FZ sind hier 0,5 mm, AP sind 1 mm. Ja, auch hier konnten wir jetzt feststellen, dass wir, obwohl wir hier mit einem Tischvorschub von 4,3 Metern oder sprich 4.000 Millimetern pro Minute gefahren sind, die Nutbreite mit dem 20er Werkzeug auf 23 gebracht haben. So konnten wir hier aber auch ohne Rattern arbeiten, also ohne Vibration, aber auch hier wurde die Zykluszeit von 60 Sekunden nicht erreicht. Das heißt, wir haben hier 72 Sekunden gebraucht, sodass wir hier das Ziel verfehlt haben. Aber welche Art der Bearbeitung sollen wir verwenden, um letztendlich die Bearbeitungszeit zu verkürzen? Und da haben wir jetzt eben halt die Vollnut gefräst und haben dann die Nut erweitert und konnten da eben halt nicht die 60 Sekunden erzielen. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir verändern können, um letztendlich dann hier auf das Ziel von 60 Sekunden Bearbeitungszeit zu kommen. Und das ist das Thema heute in diesem Abschnitt. Wir werden über das Axialfräsen bzw. über das Tauchfräsen sprechen. Und das Tauchfräsen zeichnet sich eben halt durch die Fähigkeit auf, dass die Schnittkräfte in Richtung der Werkzeugachse gelenkt werden, was natürlich auch bei großen Auskragungen eine Bearbeitung ohne Vibration ermöglicht. Das Ganze versuchen wir jetzt hier eben in dieser Kombination mit dem Hochvorschubfräser eine Reduzierung der Zykluszeit mit dem Axialfräsen zu erreichen. Dann schauen wir uns auch das Video hier einfach mal an. Wir haben jetzt hier wieder unseren besagten MFH Mini als Hochvorschubfräser, immer noch mit 20 mm Durchmesser mit drei Schneiden. Wir fahren hier bei einem Vorschub von 0,2 mm pro Zahn. Die Eingriffsbreite ist hier 3,5 mm und wir fräsen jetzt hier im Tauchfräsvorgang einmal das Bauteil. Ja, was soll ich sagen? Wir haben hier die Zielzykluszeit von 60 Sekunden erreicht. Das heißt, wir haben hier 56 Sekunden gebraucht,
haben keine Rattermarken. Das heißt, das war bisher die kürzeste Bearbeitung. Fassen wir das nochmal kurz zusammen mit den drei Beispielen, die wir jetzt gesehen haben. Das 90-Grad-Werkzeug mit 258 Sekunden Bearbeitungszeit, der Fräser mit hohem Vorschub, sprich hier der Hochvorschubfräser Mini mit 72 Sekunden und jetzt das Ganze natürlich noch mit dem Werkzeugweg Axialfräsen bzw. Tauchfräsen können wir im Vergleich zu den klassischen Methoden hier nochmal die Bearbeitungszeit deutlich reduzieren, sodass wir hier unter 56 Sekunden liegen. Schauen wir uns auch mal die Eigenschaften vom Axialfräsen an. Da muss man sich hier eben nochmal bei einem Thema Schnittkraft konzentrieren auf die Richtung und Geschwindigkeit der Schnittkräfte. Wir vergleichen nochmal das Axialfräsen, das Nutfräsen und Eckfräsen. Hier speziell nochmal die effektive Nuttiefe, die wir beim Axialfräsen einsetzen müssen. Das heißt, ab wann macht es überhaupt Sinn, einen Tauchfräsvorgang zu starten? Und dann gucken wir nochmal hier, wie wir den Werkzeugweg nochmal effizienter gestalten können, um zu gucken, wie wir hier optimal die Strategie von der Bearbeitung her anpassen können. Schauen wir uns erstmal die Schnittkraft an. Hier sehen wir letztendlich die Grafik auf der Seite, dass wir die Ergebnisse der Schnittkräfte haben. Unter Verwendung eines 90-Grad-Fräsers können wir feststellen, eines 90-Grad-Fräsers und natürlich unserem Hochvorschubfräser. Und hier sieht man einmal die Zerspankraft, die ist hier grau dargestellt und die in radialer Richtung die axialen Kräfte. Das heißt, also hier sind wir schon deutliche Unterschiede festzustellen, dass wir hier sagen können, dass die Axialkräfte bei dem Fräsen mit hohem Vorschub 48% der Radialkraft entspricht im Vergleich zu einem 90-Grad-Werkzeug, was natürlich deutliche Vorteile bringt, weil die Hauptschnittkraftrichtung, wie wir vorhin schon gelernt haben, natürlich in die Spindel geht und wir da deutlich weniger Rattermarken erzielen können und sehe eben halt auch das Werkzeug optimal geführt gehalten und die Schnittkräfte dementsprechend in die Spindel über den Kegel oder über die Werkzeugaufnahme abgeführt werden können. Ja, jetzt müssen wir uns auch mal anschauen, die Schlitztiefe oder die Nuttiefe beim Eintauchen, die ist eben auch ganz wichtig, um hier auch effektiv zu sein. Kann man hier auch feststellen, dass es bei flachen Nuten in der Regel nicht so effektiv sein kann. Wir müssen jetzt einfach mal hier anschauen, oder wir schauen uns hier mal die Zykluszeit an in Betrachtung der Nuttiefe von 10 mm, von 20 mm und 30 mm. Das ist natürlich hier als Referenzwert haben wir natürlich das Werkzeug mit Durchmesser 20 und die Nutbreite sind 23 mm. Das sind die Berechnungsgrundlagen. Und da kann man halt unterschiedliche Bearbeitungswege wählen. Und hier sehen wir uns also mal in dem Diagramm die Beziehung zwischen Zykluszeit und Nuttiefe für das Nutenstechen und Schulterstechen und das Eintauchen an. Und dann können wir feststellen, dass wir hier speziell die effektive Nuttiefe beim Axialfräsen im Bereich von der Zykluszeit betrachtet bei 17 mm liegen sollte. Das heißt, erst dann macht es Sinn, bei den großen Nuttiefen das Axialfräsen einzusetzen, das Taufräsen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie wir nochmal die Werkzeugbahnen verändern können, um hier nochmal im Vergleich zu der Zeit, die wir eben dargestellt haben, nochmal eine weitere Verbesserung hereinzubekommen. Und das geht dann auf der nächsten Folie los. Das ist hier nochmal die Verbesserung. Das ist das eben halt, wenn ich einen hohen Vorschub einsetzen kann. Hier gucken wir uns nochmal kurz das Video an. Das haben wir auch schon bereits einmal gesehen. Hier haben wir letztendlich die Werkzeugbahnen von dem Video, wie wir es vorhin gesehen haben, wo wir die Bearbeitungszeit erreicht haben. Letztendlich die Zustellbereiche, das heißt, im ersten Durchgang habe ich bei dem Durchmesser 20, wie hier dargestellt, diese Position und ich werde dann im zweiten Durchgang versetze ich das Werkzeug eben um die 3 mm, die mir noch fehlen
Und so führe ich das dann durch und wir versuchen jetzt das Ganze mal mit einem Zickzackweg zu begleichen. Das heißt also, wir werden den ersten Durchgang wieder durchführen und wenn Sie das hier richtig erkennen, oder wenn Sie es richtig erkennen, haben wir hier etwas verändert, nämlich Werkzeugdurchmesser 20 hat sich verändert auf Werkzeugdurchmesser 22. Das heißt also, hier versuchen wir jetzt Axialfräsen unter Verwendung des Zickzackweges, sollten wir das Werkzeug nahe der Nutbreite wählen, sodass wir hier den Weg dementsprechend optimieren können. Und Sie sehen hier auch schon, dass wir hier in dem zweiten Durchgang ganz andere Zustellungen haben. Und wenn ich mir das in dem nächsten Durchgang so anschaue, dann sehe ich mir, dass ich über diesen Zickzackweg hier einfach den Weg anders programmiere. Und hier kann man letztendlich sehen, dass wir hier bei der Axialfräspositionierung hier diese 22er das Werkzeug, hier ist das Bauteil mit der Nut, 23 mm. Mein maximaler AE-Wert von dem MFH Mini sind 3,5 mm. Das heißt, also ich verfahre mit dem ersten Schritt diese 3,5 mm AE, setze dann im zweiten Durchgang hier dann nochmal die unter dem Versatz unter Berücksichtigung der maximalen AEs, das sehen wir hier unten in diesem blauen Bereich, diesen schwarzen Pfeil, wieder die 3,5 mm AE ein. Das Ganze dann immer, Entschuldigung, immer wieder tangential gegenüberliegend wechsle ich das ab, also so, dass ich immer hier meine 3,5 mm AE einhalten kann. Und dadurch sind wir manchmal in der Lage, ja, aufgrund der Maximierung der Schnittfläche, sollten wir hier mal eine Verbesserung erzielen können. Und wie gesagt, wir wählen hier ein Werkzeugdurchmesser 22 nah an der Nutbreite. Nur zur Information, das 23er Werkzeug haben wir gar nicht im Sortiment, aber halt ein Übermaßfräser von 22 mm. So, schaue ich mir das jetzt nochmal an, also diesen Zickzackkurs, den wir gerade theoretisch besprochen haben, das Ganze jetzt hier nochmal mit dem Zickzackweg unter Berücksichtigung der gleichen Parameter, also unter Berücksichtigung der Parameter, die wir besprochen haben, also 0,2 mm Vorschub pro Zahn und hier die AE 3,5 mm, die halten wir wieder ein. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das dann aussieht. Was ist jetzt hier passiert? Zykluszeit waren 60 Sekunden. Jetzt haben wir es geschafft, auf 41 Sekunden zu kommen. Das Ganze natürlich immer noch ohne Rattermagen, also ohne Vibration. Das heißt, wir haben hier unter Verwendung der maximalen Schnittbreite AE von 3,5 mm bei unserem Hochvorschubfräser, haben wir die Durchgänge von 30 auf 21 reduzieren können, mithilfe der Zickzackbahn und des optimierten Fräserdurchmessers auf 22 mm Durchmesser. Sind wir in der Lage, hier die Bearbeitung auf 41 Sekunden zu reduzieren. Aber wenn wir uns jetzt mal die Seitenwände anschauen, stellen wir fest, was die Oberflächengüte angeht, das ist natürlich immer noch geschrubbt. Wir haben aber hier sehr großes Restmaterial, Überhänge stehen, dieses wellige Profil. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie wirkt sich das denn jetzt bei der Schlichtbearbeitung aus, wenn wir hier diesen Zickzackprozess durchführen. So werden wir jetzt hier einfach mal nach der Schrubbearbeitung dieser 23 mm Nut 30 tief, haben wir immer noch im Gedanken, dass wir auf 24 mm die Nutbreite bringen müssen, 30,5 tief und die Zielzeit waren 60 Sekunden und wir müssen ja immer noch den RAA-Wert von 1,6 μ erreichen. Das heißt, wir haben ein kleines Schlichtaufmaß drauf und wir möchten dafür natürlich dann nicht eine Hochvorschubfräse, die haben wir zum Schluck genommen, eine Vollmetall-Schaftfräse einsetzen. In der Regel reden wir hier von Werkzeugen mit 4 Schneiden, wo ich mit verbesserten Eckengeometrien arbeiten kann, enge Toleranzen für verbesserte Genauigkeiten, Schnittkraftreduzierung. Wir haben natürlich vom Helix her also ungleiche Winkel, was letztendlich auch hier wieder die Schwingungen und die Rattermarken, Vibrationen unterdrücken kann. Und wir haben hier auch nochmal einen variablen Schnittwinkel.
um letztendlich hier auch nochmal die Temperatur an der im Schnittbereich vorne zu reduzieren und letztendlich auch hier die Spanform optimal nutzen zu können. Hier reden wir von einem Werkzeug aus unserem Programm, unserer Q-Serie. Ja, bevor wir uns jetzt noch das Eckbild anschauen, will ich mir nochmal die Oberfläche nach dem Schuppen anschauen. Und das ist ja das, was wir hier nach dem Bearbeiten mit dem Tauchvorgängen, mit dem Axialfräsen, bei dem Hochvorschubfräser gesehen haben. Hingegen, wenn ich jetzt an einem 90-Grad-Fräswerkzeug arbeiten würde mit dem MEB, da haben wir letztendlich diese 258 Sekunden Zykluszeit gehabt. Aber ich habe relativ glatte Seitenwände. Der Grund ist im 90-Grad-Winkel. Also ich habe hier wirklich konstant meine 0,5 mm Schnitttiefe als Aufmaß für das Schlichten. Wenn ich mir jetzt hier die Bearbeitung mit dem Tauchfräsen, mit dem Hochvorschubfräser anschaue, sieht man eben halt, dass die Schnitttiefe nicht konstant ist, sondern ist halt abhängig davon, mit welchen Bedingungen ich hier arbeite. Hier in diesem Fall liegt sie ungefähr bei 0,5 bis 0,65 mm. Ja, und welchen Einfluss hat jetzt die axial gefräste Bearbeitung, die Seitenwand hier auf die fertige Oberfläche? Das schauen wir uns dann auch nochmal an. Wir haben dann einfach das Werkzeug geschlichtet, also wir haben das Bauteil geschlichtet. Wir haben hier mit 160 Metern Schnittgeschwindigkeit gearbeitet mit einem Vorschub pro Zahn von 0,8 mm. AP sind 30,5 mm, AE ja, sind 0,5 mm. Das war ja das Aufmaß, was wir haben. Und haben dann festgestellt, bei dem Nuten- und Eckfräsen, also sprich mit dem 90-Grad-Werkzeug, wo die Wand relativ glatt war, haben wir die Rauigkeit, 1,5 war das Ziel, oder 1,6 war das Ziel, haben wir erreicht. RA 0,5 und wir sind hier sehr gleichbleibend. Keine welligen Oberflächen. Schaue ich mir das Ganze nochmal bei dem Axialfräsen, wo wir die kürzeste Bearbeitungszeit erreicht haben, an. Da haben wir unsere Zielvorgabe von 1,6 RA erreicht. Aber wenn wir uns dann ins Detail schauen, sehen wir hier schon, dass wir da doch eine relativ wellige Oberfläche haben, was natürlich mit den unterschiedlichen Schnitttiefen, die ja zwischen 0,5 und 0,62 mm theoretisch lagen. Das heißt also, wir haben dann da unterschiedliche oder wechselnde Schnitttiefen, AE-Breiten und die wirken sich natürlich dann auch nochmal auf die Genauigkeit der Rauigkeit auf. Wie gesagt, das Ziel ist erreicht. Bearbeitungszeit haben wir hier für beide Werkzeuge 9 Sekunden, aber ich habe hier dieses wellige Profil. Aber auch das möchte ich hier nicht so stehen lassen, denn auch hier möchte ich schauen, dass wir eben auch keine wellige Oberfläche, aber in Verbindung mit dem maximalen Zeitspannvolumen, mit dem Zickzackkurs eine gutes geschlichtete Oberfläche erreichen. Das heißt also, hier werden wir dann dementsprechend mit zwei Schlichtdurchgängen arbeiten. Und wenn ich mit zwei Schlichtdurchgängen arbeite, dann kann ich hier feststellen, dass ich keine wellige Oberfläche erreiche. Das heißt also, hier habe ich einen RA-Wert von 0,5 mm. Natürlich bei zwei Bearbeitungsgängen beim Schlichten erhöht sich die Zykluszeit von 9 auf 18 Sekunden, sodass ich dann hier am Ende mit dem Gesamtzykluszeit die Einwirkung habe, Schruppen und Schlichten. Das heißt also hier Fräser mit hohem Vorschub, das Axialfräsen und das Schlichten mit zwei Durchgängen ist immer noch deutlich schneller, nämlich 72% geringe Bearbeitungszeit als letztendlich das 90-Grad-Werkzeug mit dem Schlichtdurchgang, den wir dann nur einmal durchführen müssen. Und sehen dann eben halt hier nochmal zusammenfassend jetzt, was die Techniken angeht, klar feststellen können, dass wir hier Techniken zur Zeitverkürzung durch die Werkzeugauswahl des einen, das heißt also, wir haben halt Vergleich gab 90-Grad-Fräser und den Hochvorschubfräser. Das Ganze natürlich nochmal mit der Zickzack-Programmierung. Und hier konnten wir feststellen, dass bei dem MEW eben unter Verwendung der Parameter aus dem Katalog wir Vibrationen bekommen haben. Und wir haben dann ganz klar gesagt, wir gehen aus dem konventionellen Bereich, wir gehen in den hohen Vorschub, speziell da eben halt in das Axialfräsen. Und machen hier nochmal das Axialfräsen mit der Zickzack-Werkzeugweg-Programmierung. Das heißt also, wenn wir unter Berücksichtigung immer der maximalen Eingriffsbreite,
die ja hier 3,5 mm waren und sind so in der Lage, die Zyklungszeit ist deutlich geringer, sind 43% weniger nochmal als das Fräsen mit hohem Vorschub und dem Schlichtwerkzeug. Das heißt also, am Ende kann man dann sagen, dass wir hier unter Verwendung der Strategie des richtigen Werkzeugs und der Strategie des richtigen Werkzeugweges hier die Zykluszeit nochmal bearbeiten oder reduzieren konnten und das Ganze auf einer leistungsschwachen Maschine berücksichtigt, sind wir hier in der Lage, die höchsten CO2-Ersparnisse zu bekommen. Schauen wir uns doch mal zur Veranschaulichung die Reduzierungseffekte an. Da haben wir hier nochmal speziell auf unserer Homepage, wo ich jetzt nochmal darauf hinweisen möchte, die Möglichkeiten im Vorfeld solche Dinge schon grob zu berechnen. Das Ganze sind natürlich theoretische Werte, aber Sie sollten dann auf unserer Werkzeugseite, also unserer Homepage-Seite, den Easy Tool Guide EX anklicken und dann kriegen wir hier letztendlich auch automatisierte Berechnungen für die Bearbeitungseffizienz der CO2-Emissionen. Das Ganze kriegt man dann als PDF ausgedruckt und hier kann man eben halt sehen, in diesem roten Rahmen, da sieht man jetzt zum Beispiel die Bearbeitungseffizienz und im grünen Rahmen sieht man die CO2-Effizienz, die man hier erzielen kann. Das heißt also in diesem Beispiel, bei dem das herkömmliche Werkzeug ein 90-Grad-Fräser war, kann man davon ausgehen, dass die Hochvorschubfräsereffizienz um das Dreifache gesteigert werden kann und die CO2-Emissionen dementsprechend um 66,7% gesenkt werden können. Also hier nochmal klar der Hinweis, dass wir da Möglichkeiten bieten für Sie, das Ganze auf unserer Webseite nochmal zu visualisieren. Das heißt also, wenn ich mir jetzt all die Prozesse nochmal anschaue, muss man halt nur gewisse Dinge eingeben. Das heißt also, wir können hier die Dinge visualisieren. Das heißt, die Zykluszeit in Verbindung mit den CO2-Emissionen für Ihre Bearbeitung theoretisch errechnen. Wir brauchen nur ein paar Informationen von dem Werkstück, wie viele Bauteile gefertigt werden, auf welcher Maschine wir uns befinden, auf einer Drehmaschine, auf einem Machining Center, also sprich auf einem Bearbeitungszentrum. Und wir müssen dann nochmal schauen, dass wir die Zykluszeit pro Produktionsziel bekommen. Und dann haben wir die Option, eben halt auf Basis dieses CO2-Wertes, den wir hier haben, das Ganze zu berechnen. Ja, da bin ich jetzt hier schon bei meiner Zusammenfassung angelangt. Das heißt also, wir nähern uns jetzt dem Ende. Und hier haben wir nochmal zusammenfassend, also in dieser Vorlesung habe ich die hocheffiziente Bearbeitung und den effektiven Einsatz kleiner Maschinen eben um die CO2-Emissionen zu reduzieren, vorgestellt. Das heißt, im ersten Schritt im Kapitel 2 haben wir eben halt die Auswahl der richtigen Maschine besprochen, dass man eben halt dann, wenn ich, je nachdem, welche Anforderungen ich habe, also die passende Maschine dann auswähle, davon ausgehen, dass man natürlich mit einer BT30-Maschine deutlich geringere CO2-Emissionen erzielen. Im Kapitel 3 haben wir uns nochmal diese Zickzack-Frästhemen, ja, diese Technik angeschaut und hier letztendlich auch nochmal die Bearbeitungszeit, obwohl wir schon über das Axialfräsen eine deutliche Zeitersparnis bekommen haben, hier nochmal speziell mit diesem speziellen Programmierweg das Maximum hier bei dem Tauchfrästvorgang rauszuholen. Also auch hier nochmal eine tolle Information, ich glaube, wo man nochmal darüber nachdenken kann, wo ich nochmal Zykluszeiten einsparen kann. Und dann haben wir das Ganze letztendlich nochmal visualisiert, eben mit den Informationen, die ich dann hier auf der Webseite von Kyocera nochmal darstellen kann, wo ich halt jeden von Ihnen, von euch darum bitten möchte, schaut euch unsere Webseite an. Nicht nur die App, die Eva am Anfang angesprochen hat, sondern eben auch unsere Webseite ist hier nochmal ein Punkt, auf den man zurückgreifen kann. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich danke jetzt erst schon mal für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass hier das Video Spaß gemacht hat. Ja, vielen Dank, Joachim. Gucke ich mal, dass ich wieder übernehme.
Genau. Ja, genau. Vielen Dank, Joachim, auch für die tolle Zusammenfassung. Ja, super viele Informationen. Direkt schon mal, haben Sie noch Fragen? Dann können Sie diese gerne jetzt in den Chat stellen oder alternativ natürlich auch nach dem Webinar. Ich habe Ihnen unsere E-Mail-Adresse schon mal in den Chat gepackt. Falls Sie keinen Ansprechpartner haben, können Sie dort gerne uns eine E-Mail schreiben und dann werden wir Ihnen einen Ansprechpartner zusortieren. Oder natürlich, Sie können auch zu unseren Sales gehen und einfach Sie persönlich natürlich ansprechen. Ja, ich sehe, dass jetzt keine Frage mehr geschrieben wurde. So, genau. Also, Sie können jederzeit uns gerne schreiben. Ja, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit herzlich zu danken. Wir werden natürlich genau in der Zukunft wieder Webinare halten. Dementsprechend freuen wir uns auf Ihre Beteiligung auch in der Zukunft. Folgen Sie uns gerne auf LinkedIn. Wir haben zusätzlich jetzt auch Facebook und Instagram Accounts neu im Sortiment. Dort werden Sie jederzeit über die neuesten Aktivitäten auf Laufenden gehalten. Und ja, wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne restliche Woche. Einen schönen Tag noch.